Julia, einmal rein. Damit kommen wir zum ersten Lauf des dritten Abschnitts. Das ist der schnellste Lauf über 400 Meter Freistil der Damen. First heat that we'll see now in the finals is the fastest seeded race, 400 meters freestyle female. Hier sehen wir auf der Bahn 1 von Waterloo Natation Chloe Roussel. Bahn 2 SG Vago Theresa Hoffmann. Auf der Bahn 3 mit der schnellsten Meldezeit von 4 Minuten 20,48 vom Königlaike Kortrijkse Zwemkring Edith Mattens. Auf der Bahn 4 für die SG Essen, die Silbermedaillengewinnerin bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften über die 200 Meter Freistilstrecke, Idil Güven. Auf der Bahn 5 vom Königlaike Kortrijkse Zwemkring, Anis Remery. Und von den SC Wasserfreunde München auf der Bahn 6, Anna Obiglo. Meter Freistil sind immer gute Einstiege. Kann sich ein bisschen warm laufen hier als Zuschauer, als Sprecher, als Aktiver. Die Meldezeiten sagen eigentlich, dass hier ein relativ knappes Rennen werden sollte zwischen der Bahn 3, der Edith Mattens und der Edith Güven. Die sind nur mit 2 Sekunden Abstand gemeldet, aber Meldezeiten sind manchmal Schall und Rauch. Edith Mattens ist schon relativ weit vorn. Schauen wir mal, ob sie schnell angeht und dann ein bisschen nachlässt. Oder ob sie hier ihre Überlegenheit demonstrieren wird. Bei der 200-Meter-Wende ist Edith Mattens hier deutlich vorne. 2:05 als Durchgangszeit. Das würde auf eine Endzeit von 4:13 für 14 schließen lassen. Wenn sie das Tempo einigermaßen beibehält und auf den letzten 100 noch mal einen zulegen kann. Indeed, or maybe that's so. You need to come down to the ring. So then come out of the ring. Into my head, just cut down.
Also von Nachlassen kann hier nicht die Rede sein bei der Edith. Die legt hier echt ein flottes Tempo vor. Ja, der Meeting-Rekord ist nicht gefährdet, wie man sieht. Jetzt eine 1:06 drauf geschwommen, jetzt wird sie noch ein bisschen zulegen, dann wird es wahrscheinlich hier eine Endzeit von 15:16 geben. Die letzten 50. Da gehen noch mal die Beine los. Ja, ein ungefährdeter Sieg von Edith Mattens auf der Bahn 3. 17:42. Herzlichen Glückwunsch. Damit kommen wir zur ersten Siegerehrung des heutigen Tages über die 400 Meter Freistil der Damen. Victory Ceremony, 400 Meters Freestyle Female. Die Siegerehrung wird durchgeführt vom Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn, Ashok Sitteran. Und damit kommen wir zum sechsten Platz. In 4 Minuten 30,76 von der SG Wargo, Theresa Hoffmann. Ja, auf dem nassen Boden nicht so schnell rennen. Wir haben, die Zeit haben wir noch. Platz 5, 4 Minuten 28,64 Sekunden. Vom TPSK 1925 e.V. Sarah Stockmann. Auf dem vierten Platz. Ja, ich glaube, die junge Dame kommt erst später. Auf dem vierten Platz von den Wasserfreunden München. Zeit 4:28,43, Anna Ubiglo. Und damit kommen wir auch schon zum Treppchen. Die Bronzemedaille, dritter Platz für den TPSK 1925. 4 Minuten 28,38, die Zeit für Rebecca Johanna Bechtel. Wir grooven uns noch ein bisschen ein.
Rebecca irgendwo. Die ist die anscheinend im zweitschnellsten Lauf eigentlich geschwommen. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch nicht da. Wir machen weiter mit der Silbermedaille. Die geht an die Schwimm- und Sportfreunde Bonn in einer Zeit von 4 Minuten 26,19 an Rebecca Dani. Und die unangefochtene Siegerin über 400 Meter Freistil der Damen in 4 Minuten 17,42 Sekunden vom Koninklijke Kort Rijkszwemkring, Edith Mattens. Jungen Damen, einen herzlichen Glückwunsch.